heute mache ich dieses Zwiebelfleisch mit Champignons im Biker-Style. Besser als vom jeden Jahrmarkt. Und wenn ihr wissen wollt, wie das geht, bleibt dran, schaut zu. Das ist genial. Da können alle anderen abstinken. Hey ho, meine Lieben, mir geht's nicht ganz so rasend gut, aber essen müssen wir trotzdem. Und was mache ich heute? Heute mache ich Zwiebelfleisch mit Champignons. Ja, und der ganze genaue Titel wird irgendwie lauten wie Zwiebelfleisch mit Champignons im Biker-Style, besser als auf jeden Jahrmarkt. Ja. So wird eigentlich der komplette Titel lauten. Wie es dann genau heißt, stand ja unten drunter oder in der Überschrift. Naja, okay, aber wir gehen jetzt rüber. Entschuldigung. Und legen jetzt einfach einmal los. Übersicht. Und dann wird geschnibbelt. Ja, gewürzt. Und dann gehen wir auch schon aus an Gasgrill. Attacke. Also, wie gesagt, ich bin heute nicht ganz so fit. Tja, Freunde, die Übersicht ist sehr überschaubar. Wir haben hier Schweinenacken, zum Teil noch leicht gefroren, Zwiebeln, Schatz ist schon bei einer am Schälen, zwei Solo-Knoblauch, dann Champignons, die brauchen wir erst später, Creme Fraiche brauchen wir auch erst später, dann, ich sagte ja, im Biker-Style. Hier habe ich ein Magic Dust Gewürz, von wem spielt keine Rolle. Da nehmt ihr das, was ihr am liebsten mögt und ja, falls es noch benötigt wird, noch zusätzlich Paprika, weil Paprika ist hierbei sehr wichtig. Die Zwiebeln werden jetzt halbiert und so in Halbringe geschnitten, kommt dann in der Schüssel rein und ja, die Steaks werde ich jetzt erst einmal richtig schön würzen und ja, einmal schön durchkneten. So. Und ja, wenn das alles soweit vorbereitet ist, sehen wir uns dann wieder, um hier drüben die Schale zu füllen. Dann wären wir soweit schon fast fertig. Die Champignons-Schatzi hat sie schnell geputzt. Und das Creme Fraiche kann jetzt nochmal in den Kühlschrank, weil das kommt erst später zum Einsatz. Dafür kann ich euch schon mal unsere Beilage zeigen. Leckere, schöne, lange Spätzle selber gemachte. Hinzugekommen ist noch ein bisschen Gemüsebrühe, die werden wir nachher brauchen. Aber jetzt tun wir hier erst einmal noch ein bisschen was von dem Magic Dust drüber. Und tun unsere Zwiebeln einmal mit dem Magic Dust schön durchkneten. Einmal, dass sich das Gewürz ordentlich verteilt. Zum Zweiten, dass der Knoblauch schön untergehoben ist. Tja, und alle guten Dinge sind drei. Zum Dritten lösen sich die einzelnen Stränge. Und die Zwiebeln können nachher besser aussaften. Schneller auch vor allem. So. Damit haben wir unsere kompletten Vorbereitungen abgeschlossen. Dann können wir unsere große Schale nehmen. Verteilen hier unten einmal ein paar Zwiebeln. Zwiebeln hätten es fast noch ein bisschen mehr sein können, muss ich ganz ehrlich jetzt zugeben, wenn ich das so sehe. Weil es soll ja ein Zwiebelfleisch sein. Aber mein Gott. Ich habe noch Zwiebel draußen, normale halt. Oh, ja, dann hol die noch, dann schnippel ich die noch klein dann. Dann nehme ich die hier jetzt als Unterlage. Dann nehmen wir das alles als Unterlage und dann schnibbeln wir noch ein paar Zwiebeln für oben drauf. Aber in der Zwischenzeit kann man hier schon mal diese Steaks auslegen. So. Boah,
Leute, mir drehen die Augen von dem Zwiebeldunst. Das ist der Hammer. Oh. So. Tja, und jetzt warten wir bloß noch schnell auf die restlichen Zwiebeln. Da mache ich dasselbe. Klein schneiden, halbieren und einmal durchkneten. So, Freunde, die nächste Ladung Zwiebeln. Also bei den Zwiebeln habe ich mich wirklich total verschätzt, unterschätzt. Da braucht man wirklich eine ordentliche Ladung. Weil es soll ja wirklich ein leckeres Zwiebelfleisch werden. So. Dann streuen wir jetzt noch ein bisschen was von dem Paprikapulver zusätzlich drüber. Das Ganze kommt ja jetzt auf den Gasgrill und die Zwiebeln brauchen ja eine Weile zum Aussaften. Und dass die uns nicht gleich ansetzen, tun wir jetzt hier ein bisschen was von der Gemüsebrühe unten rein. Was jammerst du da hinten, mein Schatz? Ja. Es soll ja nachher auch nicht zu trocken sein. So, das reicht. Tja, und jetzt kommt noch der Biker-Zusatz. Ich habe ja auch schon Steaks gemacht, schön mit Jackie und so. Und das schmeckt einfach richtig, richtig geil. Und keine Panik. Wenn das fertig ist, ist auch der ganze Alkohol verdampft. Ja, das sollte reichen. Tja, Freunde, gehen wir raus, starten wir den Gasgrill. Ja, Leute, das Ganze machen wir auf den altehrwürdigen Kobinox. Wo haben wir jetzt hier was? Ich kenne mich schon gar nicht mehr aus an dem Ding hier. Den Brenner links und rechts, den Einsatz aus der Form, habe ich einfach jetzt als Erhöhung zum Entkoppeln genommen. Und da stellen wir das jetzt drauf. So. Naja, jetzt halt ein bisschen schief, auch egal. Und ja, 1,5 Stunden jetzt einmal und dann gucken wir wieder rein, wie es aussieht. Ja, genau. Und jetzt schauen wir mal, wie hoch die Temperatur da drin steigt. So 160 Grad. 150, 160 Grad wären angenehm. Jetzt haben wir es 3,5, 4. 3,5, 4. Um 4 schauen wir wieder rein. Ich habe jetzt tatsächlich noch die unteren zwei Brenner angemacht, also die mittleren auf kleiner Stufe. Ja, solange man bei so einem Grill von kleiner Stufe reden kann, angemacht. Ja, damit er überhaupt mal auf die 150 Grad kommt. Ich hoffe, wenn die Schale dann schön heiß ist alles, dass ich die mittleren Brenner wieder ausmachen kann und dass er dann ungefähr die 150, 160 Grad hält. Ja, ich werde euch berichten. Nach einer Dreiviertelstunde habe ich jetzt die äußeren auch runtergedreht, also alle 4 Brenner an, runtergedreht und ja, knapp 160 Grad war auf 170. Schauen wir mal, wie er sich jetzt einpegelt. Dann lasse ich alle 4 an. Naja, großer, guter Grill wird es wahrscheinlich reichen, die beiden äußeren anzulassen. Aber naja, egal. Und jetzt schauen wir einfach mal rein. Das duftet, das blubbert. Ja, kann man so lassen, würde ich mal sagen. Flüssigkeit hat sich auch schon schön gebildet. Wunderbar. Jetzt haben wir ihn auf knapp über 150 Grad eingependelt. Naja, vielleicht drehe ich die Brenner noch ein klitzeklein bisschen hoch. Aber was ich jetzt noch mache, ich schütte noch ein bisschen was von der restlichen Brühe mit rein, bevor uns hier die Zwiebeln alle komplett verkokeln. Ah ja, gut. Es wird, Leute, es wird. Gut. Den Deckel zu und weiter schmoren lassen.
So, Freunde, 1,5 Stunden später. Und es sieht sehr gut aus. Es riecht auch richtig geil, so wie ich das will. Und wem das Ganze bis jetzt sehr bekannt vorgekommen ist, ja klar, Videos in der Richtung hat schon ein paar auf YouTube gegeben, aber halt nicht mit Champignons und nicht in meiner Version. So, dann tun wir jetzt die Champignons hinzu. Die verteilen wir jetzt erst einmal hier oben drauf. Und nachher rühren wir die alle mit ein. So. Ja. Ich würde sagen, weiter geht's. So, Freunde, 16:30 Uhr. Ziemlich exakt 2 Stunden. Jetzt rühren wir hier mal die Pilze ein. Doch halt, bevor wir die jetzt hier mit einrühren, tun wir gleich das Creme Fraiche Kräuter hier mit drauf. Ja, und dann ist es nämlich schon bald fertig, unser Festmahl. Oho. Wir wollen hier ja nichts verschenken. Dann rühren wir hier jetzt so leichtes Creme Fraiche mit ein. Andere hätten jetzt mit Sicherheit noch das Fleisch komplett klein gerupft, aber wir mögen das jetzt nicht. Das soll ja auf dem Teller nachher mit der Spätzle noch halbwegs nach was aussehen. Also ich würde mal sagen, Viertelstunde, 20 Minuten noch und dann können wir essen. Jo, 4:45 Uhr. Ich würde sagen, das reicht. Alle Brenner aus. Und dann schaue ich mal, dass ich das Ding hier irgendwie unfallfrei reinbringe. Schauen, ob man die Griffe anlangen kann. Ah ja, ich glaube, das geht. Heiligsblechle, das Ganze ist mir jetzt doch schon fast zu heiß geworden. Oh Mann. So. Ja, und das Ganze sieht mal richtig gut aus. Und da hole ich jetzt meinen Teller her und tue mal gleich was drauf. Und Leute, das duftet und riecht richtig, richtig, richtig geil. So. Und jetzt gibt es erstmal ein ordentliches Probiererle. Mein Teller ist geladen. Ich werde mir jetzt gleich mal ein Stückle abschneiden. Oh, schön zart ist es, ja. Und für euch gleich einmal direkt ab in den Hals. Richtig, richtig geil. Mit den Zwiebeln, dazu die Champignons. Leicht die Jackie-Note. Das ist der Hammer. Mmh. Richtig, richtig geil. Wow. Ja, dann schauen wir mal, was die anderen nachher noch dazu sagen. Und ja, schauen wir mal. Hui, dann kommen wir noch zum Fazit und ja, vielleicht noch was schnell zu dem Zwiebelfleisch mit Champignons dazu sagen. Grundrezept, das werdet ihr wahrscheinlich alle wissen, kommt der vom Barbecue Bär, bloß mit meiner speziellen Abwandlung, mit dem Champignons, mit dem Jackie und was er sonst so nicht so gemacht hat, wie ich halt. Ja, einige haben es auch schon nachgemacht, die einen haben dazu gesagt, von wem sie es haben, die anderen haben es gar nicht dazu gesagt, ich habe es jetzt dazu gesagt, warum auch nicht, es ist ein geiles Rezept, aber Rezepte sind dazu da, abgewandelt zu werden und das habe ich hiermit gemacht und ich würde mal sagen, für mich persönlich ist es das Geilste überhaupt mit dem Jackie und den Champignons drin, also war sehr lecker. Schatzi,
sehr gut. Patricia? Ja, ich fand die Spätzle auch lecker. Die ist eine blöde Kuh. Spaß, der Rest war auch lecker. Hat geschmeckt. Jo. Ich persönlich fand es vielleicht sogar noch etwas viel von der Würze. War leicht scharf, aber trotzdem sehr lecker. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, freundliches, nettes Kommentar, wie man so schön immer sagt. Däumchen nach oben und Tschaikowski, bis zum nächsten Mal.